Hallo aus unserer Aquaristikabteilung und herzlich willkommen zu unserer zweiten Raritätenrunde. Und wir haben wieder einige tolle Arten bekommen und starten diesmal mit einer echten Rarität, nämlich dem Pau Abei, auf Deutsch der Abyskugelfisch. Wir haben hier bekommen deutsche Nachzuchten, kriegen wir relativ selten. Häufig kommen von der Art auch noch Wildfänge rein, die auch schon relativ groß sind. Das sind jetzt richtig schöne Jungtiere. 5 Stück haben wir davon nur bekommen, können die aber auch für einen relativ guten Preis aktuell anbieten. Ja, es ist ein Kugelfisch, den ihr so ab 100, 150 Liter halten könnt. Also eine 80er Kantenlänge braucht ihr auf jeden Fall. Der wird so um die 12 cm groß. Ja, ihr könnt ihn in Gruppen halten. Vergesellschaftung mit Fischen. Ich würde immer ein Ausweichbecken haben. Also es kann gut gehen mit etwas größeren, robusteren Arten, die ihm aber gleichzeitig auch noch genug Futter überlassen. Aber ich würde eher ein Artenbecken empfehlen, weil die schon auch ein bisschen kratzbürstiger werden können, gerade wenn sie größer sind. Ja, aber prinzipiell kann da sogar auch eine Gruppenhaltung, wenn ihr genug Platz habt, ich meine bei so 1,20 Meter Becken zum Beispiel, gut funktionieren. Ja, Kugelfrische, ihr könnt die super gut mit weißen Mückenlarven ernähren, Tubifex, Schnecken, Muschelfleisch, ne, sowas funktioniert alles super gut. Garnelen werden auch gefressen. Ja, was ins Maul passt sozusagen. Wichtig ist eben bei dem Fisch, dass er auch ans Futter kommt. Also irgendwelche ganz großen Arten, die ihm jetzt alles wegfressen vor der Nase, ist auch nicht die richtige Gesellschaft für ihn. Deshalb vergesellschaftungstechnisch ein bisschen heikel die Art. Prinzipiell eine Art, die in Laos und Thailand beheimatet ist. Ja, und wir sind ganz froh, dass wir endlich mal deutsche Nachzuchten davon für euch ergattern konnten. Ja, wir zeigen ja immer gerne mal auch so ein paar seltenere Kugelfische. Und das ist mal wieder so ein richtiges Highlight bei uns. Und wir bleiben gleich im Bereich Asien. Da haben wir nämlich einen ganz spannenden Flossensauger bekommen, nämlich den Leveret Flossensauger. Ist eine Art, die ihr am besten in Gruppen haltet, so ab 4-5 Tiere. Super viele haben wir nicht bekommen. Wird so um die 10-12 cm groß. Liebt flache, große Steine und Strömung. Ist sonst eigentlich eine limnivore Art, also ein Aufwuchsfresser. Geht aber tatsächlich auch ganz gut an Frostfutter, Futtertabletten ran. Sollte man auf jeden Fall auch zufüttern. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass ihr jetzt irgendwo genug Biofilme findet. Sonst verhungern euch die Tiere. Und das wollen wir ja nicht, das wäre schade. Aber sonst richtig toller Fisch und mal was anderes als der ganz normale Prachtflossensauger, den man immer hat. Und jetzt bleiben wir auch gleich noch mal in Asien. Wir haben nämlich endlich mal wieder Pferdekopfschmerlen bekommen. Ist auch eine Art, die man eigentlich eher seltener sieht. Kommt in gut durchströmten Flüssen, zum Beispiel in Malaysia vor. Wird bis zu 22 cm groß. Auf Dauer würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall Sandflächen im Aquarium zu haben. Die graben sich sogar auch gern mal ein. Sieht ziemlich bizarr aus, diese Schmerle. Mit ihrem Maul, das so aussieht wie so ein Rüssel oder wie so ein Pferdekopf, so spitz zulaufen. Daher auch der Name. Kann größer werden, würde ich erst ab 1,20 Meter Kantenlänge empfehlen, bis zu 22 cm. Mit Zwerggarnelen müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, Nachwuchs kann da gefressen werden. Schnecken, ja, wäre ich auch vorsichtig. Aber insgesamt eine tolle Art für ein Asienbecken, wo auch so ein bisschen strömungsliebende Fische drin sind, das nicht zu warm ist. Insgesamt omnivor, Frostfutter, kleineres Lebendfutter, Futtertabletten. Der bunte Mix macht's da bei dem Fisch und ist mal wieder ein bisschen was Besonderes. Ich würde sagen, wir bleiben gleich bei den Bodenfischen, gehen aber mal rüber nach Südamerika. Südamerika haben wir ja schon nebenan, da haben wir nämlich was ganz Spannendes bekommen für euch, nämlich den Rundkopf-Flunderharnischwels. Das sind schon richtig große, imposante Tiere. Vorhin haben die von mir hier ein Granulatfutter bekommen. Zum Beispiel, was ich gerne mal reingebe bei denen, ist so ein ganz feines Granulat von Nutramare. Das nehmen die hier super gern auch am Boden an. Prinzipiell geht das so in Richtung Hexenwelse. Da müsst ihr auch gucken, die Art wird wirklich groß. Ne? Die können auch über 20 cm werden und mit ihren langen Filamenten. Aber auch nur ganz wenige von bekommen. Ich habe denen das jetzt ein bisschen dunkler gemacht, ordentlich Seemandelbaumblatt rein und habe von Sera das Katapa-Extrakt nochmal mit reingegeben. Das mögen die richtig gern. Insgesamt ist das eine Art, wo ihr wirklich große Becken braucht, ruhige Gesellschaft. Hier haben wir jetzt Salmler mit drin, das funktioniert sehr gut. Große Buntbarsche können die ordentlich ärgern und ihn ordentlich zusetzen. Deshalb lasst das bitte sein.
aber mit ruhigen kleinen Südamerikanern könnt ihr die gut vergesellschaften. Und da würde ich euch tatsächlich eher schon 1,50 Meter Kantenlänge empfehlen, weil das richtige Brecher werden und ja auch schon sind. Haben eine ganz, ganz spannende Form. Guckt, dass ihr da so, ich sag mal, ab 25 Grad aufwärts die Wassertemperatur habt. Ne? Das ist eine recht wärmeliebende Art. Was man zudem eben auch noch sagen kann, Allesfresser. Also ihr könnt den auch ruhig mal ein bisschen Frostfutter geben. Zum Beispiel Artemia ist super gut für die geeignet, fressen die super gern. Insgesamt mal wieder was Tolles, Besonderes, was recht ruhebedürftig ist. Auch dem würde ich immer so eine kleine Sandfläche mit reinmachen. Ja, Wasser sollte insgesamt eher weicher sein. pH-Wert würde ich sagen, so 6,5 maximal. 7,5, ne? Nicht zu alkalisch das Ganze. Ja, und sonst ist das natürlich auch mal was ganz Spannendes und Besonderes. Ne? Und ich würde sagen, wir bleiben noch mal im Bereich Südamerika und zeigen euch noch mal einen weiteren Hexenwels, und zwar Loricaria similima. Das ist eine Art, die auch relativ groß wird, allerdings nicht so groß wie dieser Rundkopf-Flunderharneschwätz, den ich euch gerade gezeigt habe. Der hier wird maximal so um die 18 cm. Den könnt ihr gut schon ab einem Meter Kantenlänge halten. Das ist ein maulbrütender Hexenwels, also auch was ganz Spannendes. Die Männchen, die tragen dann da im Maul so dieses Eierpaket der Weibchen und insgesamt ein sehr, sehr ruhiger Vertreter. Der eigentlich müsste ich die auf hellem Bodengrund haben, weil die hier so ein bisschen so wie marmoriert sind und auch sich so ein bisschen der Bodenfärbung anpassen. Sieht auf jeden Fall ganz, ganz spannend aus, ganz, ganz friedlich. Männchen, Weibchen könnt ihr unterscheiden. Die Weibchen sind wesentlich breiter vom Körper her. Ist in der Größe immer noch ein bisschen schwierig. Wenn sie größer sind, geht das. Haben wir auch wieder als deutsche Nachzuchten bekommen, also keine Wildfänge. Und die stehen auch richtig schön stabil. In einem schönen, ruhigen Südamerika-Aquarium kann ich mir die super gut vorstellen. Ja, da habt ihr wieder gesehen, wir haben wieder einige spannende Geschichten für euch hier auf Lager. So macht Aquaristik Spaß mit einigen Raritäten. Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Video.